Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo, wie gesagt, Query zerlegen, Stein können wir noch hier lassen. Ich nehme mal 5 High Quality mit Time. Ich denke, das wird nicht reichen, ne? Ich weiß nicht, wie viel man hier zum Reparieren braucht, ey. Obwohl, wir können ja mal gucken, ich habe 5, Rohr habe ich. Ne, dann werden wir es nicht reparieren. Scheiß drauf. Kann ich die auch hier lassen? Ja, ihr hört, die Öfen sind alle aus. Ich habe aber auch kein Holz. Müsste jetzt eh Holz farmen. Aber deswegen gehen wir jetzt den Query zerlegen. Ich habe alles auch nur in die leeren Kisten erstmal geschmissen und nichts einsortiert. Und geht ja direkt weiter, es ist noch hell. Wird die Folge dann auch definitiv cutten. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass ich das jetzt alles so schnell hinkriege. Ich denke, da wird die Nacht durchgehen. Mit Craften. Obwohl 60 Schuss. Vor 64 brauchen wir ja nur Craften. Kriegen wir auch hin. Wir können auch schon mal anfangen damit schießen. Und werden wir sehen jetzt gleich. Ich wollte es jetzt nicht auf dem Weg machen, auch wenn, wie gesagt, im Moment nicht viel los ist auf dem Server. Aber ein paar sind halt da. Und man weiß ja nie. Obwohl, wie gesagt, das Gebiet ist ja hier echt ruhig. Außer der Odin-Typ da rechts mit seiner Butze. Und halt er hier. Der Babo. Der Babo vom Strado. Der mit dem dritten Stock wird auch nichts mehr werden. Also. Sonst ist auch gar nichts mehr mit Schlaf bei mir. Droppen wir gleich die Zahnräder raus. Doch nicht. Oh, das haben sie aber auch geändert, hä? Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht zerlegt. Ey, ihr Arschlöcher. 2500 Euro. Cool, die Bleche sind wichtig. Dann können wir nämlich irgendwann den Dingens. Und die Metallfragmente sind auch wichtig. Aber mit dem Holz kann ich natürlich nichts anfangen, ey. El Heli ist auch wieder da, wie immer. Ja. Was soll ich sagen, Leute, ey. Muss ich wenigstens eben 4K machen. Auf 5K. Mit 5 Palmen. Müsste da jetzt durch. Die muss ich mitnehmen. Dann gehen wir noch kurz in die Höhlen rein. Das dauert ja nicht lange. Das geht ja ratzfatz. Da sollten dann insgesamt 5 Steine liegen. Und dann machen wir die Moon und legen direkt auch los. Können wir auch beide, wenn die Moon craftet, schon direkt draufknallen. Also. Da müssen wir nicht irgendwie warten, bis die dann extra fertig ist. Sollten wir also noch schaffen, aber mit dem Tageslicht. Ja, vielleicht haben wir Glück und der Bauschrank ist nicht eingebaut. So, dass ich die Butze wenigstens übernehmen kann, dass er mir da nicht auf den Sack geht. Kann er zwar noch an der anderen Seite eine hinbauen. Könnte ich natürlich noch einen Bauschrank hinsetzen. Aber mir geht es halt darum, weil meine Tür halt genau in die Richtung ist. Und so nah möchte ich eigentlich keine Butze bei mir stehen haben, die irgendein Dünnes gehört. Kommst du nach Hause, weißt du, was gerade hier irgendwie farm, hast irgendwie immer 20k Holz gemacht. Auf einmal kommt er aus seiner Butze raus und knallt dir in die Fresse, ne? Ich könnte natürlich da irgendwie Steinmauern oder Holzmauern noch so ein bisschen vorstellen. Weil ich habe ja da auch noch eine gewisse weite Baurechte. 1, 2, 3, 4. Ja komm, ich mach die eine noch hier. Wo ist er da? Und dann ist gut. Vielleicht finden wir jetzt auch nochmal hier so eine Savage Axe. Die habe ich auch gefunden, die habe ich auch nicht selber hergestellt.
mache noch eine Palme mehr, dann kann ich auf jeden Fall noch ein Repair-Table machen. Bei uns in der Butze. Was kostet denn 500, ne? Oder 1000? Ja, komm, mache ich zwei Palmen zur Sicherheit. Dann ist aber auch gut. Geht ja fix. Zack, eins. Weil dann kann ich die Öfen nochmal... Ja, komm, egal. Scheiß drauf. Kann ich die Öfen nochmal anfeuern jetzt. Das Ding ist auch durch. Ja, wie gesagt, das Reparieren kostet High-Quality-Metall halt. Oder war zumindest so. Wir können ja gleich mal gucken. Aber bevor ich da High-Quality-Metall ausgebe, hau ich halt die 5 Klingen raus und mache neue. Lag nicht da auch ein Stein? Hatte ich das nicht gesagt? Es werden so viele Steine. Ich werd bekloppt. Ey, gib mir doch mal hier ein paar normale Steine, ey. Hammer. Gut, nehmen wir das Fass noch mit hier. Da liegt auch noch ein Stein, aber den lasse ich jetzt, wie gesagt. Nochmal ein Waffenteil. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Höhle rein. Wir müssen aufpassen, dass da nicht die Heli hier lang fließt. Das wird auf jeden Fall unten in die Leiste gehen. Hier haben wir sogar ein bisschen Licht. Zack. Ja, ist auch immer ein ganz guter Weg hier, ne? Für drei Steine und ihr seht wieder so vor. Ja, also an Sulfur kommst du durch die Umstellung hier mit den Steinen. Kommst du so wahnsinnig schnell. Das ist Wahnsinn. Hey, endlich mal ein normaler Stein, ey. 1000 Steine im Sack. Ja, ich werde dann jetzt auch nur ein Vorbau dran machen. Weil das ist ja dann auf jeden Fall schon mal ein Teil von dem nächsten Ring dann sozusagen. Den ich eh noch drum setzen wollte. Zumindest unten. Das reicht, wenn der unten drum ist. Der muss gar nicht hoch sein. Weil ob sie sich da durch die Decke dann durchsprengen, auch in dem Ring, der nur eins hoch ist. Oder durch die Wand, kommt auch selber raus. Aber wichtiger ist halt erstmal in der Höhe. Wie gesagt, eigentlich müsste noch ein Kern drauf auf den Viererkern halt. Das heißt Viererkern auf den Dreierkern, aber die Vierer Foundations halt. Na du Kackvieh. Normale Picke, ey. Niemals Platz für, ich werde wahnsinnig. Wo ich jetzt auch die Rüstung anziehen könnte. Ne? Wieder so vor. Ich saß ja. Wird sich grad schon, bei mir wird sich schon ein Hochofen für Sofu lohnen. Hat er den Helm jetzt weggeschmissen oder was? Das verstehe ich auch nicht. Ist doch Platz im Inventar. Dann mache ich noch auf. Gehen wir ins Inventar rein. Muss er nicht wegschmeißen. So, einen haben wir noch. Kann ich die Hacke eigentlich auch noch mitnehmen hier? Man weiß ja nie, ne? Vielleicht muss man mal was aufhacken.
Ja, nehme ich auch. Wie gesagt, da haben wir ein bisschen Mangel dran. Obwohl, es sind ja drei Öfen fertig gewesen, sind 1800 plus die haben wir 2500. Ja, sehr gut, normaler Stein. Ja, läuft. Läuft gut. Machen wir die erste Butze auf von ihnen jetzt hier, die kleine. Man weiß ja gleich schon mal, auch selbst wenn ihr jetzt den Bauschrank eingebaut hat und er wieder eine Tür reinsetzt. Aber dann weiß er auf jeden Fall schon mal, dass wir es ernst nehmen. Ja, eigentlich wollte ich heute hier, seit ich jetzt hier in Rust durchknalle die ganze Zeit, wollte ich eigentlich schön 7 Days angehen, aber. Er hat mich halt herausgefordert. So. Jetzt muss ich aber ganz kurz. Boah, volles Chaos. So, fangen wir hier an. Eben die Öfen anschmeißen, bevor ich irgendwas anderes mache, Leute. So. Ach komm, scheiß drauf, ich habe 1000 rein. Gut. Ja, Kohle brauchen wir eh gleich. So, 20 haben wir. Naja, ihr seht, ne? Ich glaube, in der anderen Kiste ist noch was. Sie können mal gucken. Hier können wir auch noch was. Aber oh, der ist sogar voll. Naja, egal. Kommt ja trotzdem erstmal dabei. So. Hier hätten wir nochmal 14. Ja, ihr seht, also AK ist in weite Ferne, ne? Ich muss erstmal eine Amore-Tür machen. 20 oder 25? Sonst wo? Gut, machen wir das gleich. Machen wir jetzt erst die Butze auf. Aber ich kann das mal eben noch hier zumindestens. Mal so. Das brauchen wir gleich eh. Ich wollte eben die Einzelteile, damit ich ein bisschen Überblick habe. Was wir denn überhaupt so haben. Mal. Ach hier, die hätten wir auch noch zerlegen können. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Gut, kann ich immer noch machen. Pack ich mal kurz hier mit rein, das brauchen wir näher. So. Ja, das hätten wir auch schon, aber ihr seht, High Quality Metall, ne? High Quality Metall ist das große Problem. So, ihr seht, 4000 Sulfur haben wir noch. Die ist leer, ne? Können wir schon mal zumachen. Und wir haben hier auch noch. Aber wir machen jetzt erstmal direkt Munition. Gib mir noch den, wollte ich doch haben. Kannst du den wieder haben?
Ammo. Bäm. 46, sind schon fast zwei Türen. Gut. Nehme ich noch 1000 Sulfur mit raus. Obwohl, ich kann es eigentlich auch so machen. Crafting. Jetzt habe ich das gesamte Sofa, habe ich mich schon gewundert, warum es. Solltest du ja auch so machen. Schon voll hier, ne? Gut, perfekt. Ja, können wir das auch noch zumindest schon mit nach vorne nehmen. Ich weiß, ist natürlich jetzt riskant. Das können wir noch hier lassen. Das kann auch hier bleiben. Ich nehme mal lieber eine zweite mit. Dann brauche ich nicht erst umladen, falls jemand kommt. Zack. Nutzen. Alles klar. Auf geht's. Essen hätte ich mal noch sollen. Aber wir müssen ja jetzt eh gleich ein bisschen warten. Ihr seht, mit Schalli geht der Rückstoß, ne? So. Hier was zu essen da? Leider nicht. Kurz reingehen, kann ich auch mal was mit nach vorne nehmen. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Ja, kann ich nämlich nebenbei schon mal bauen, wenn die Moon craftet. Ja, ess dich mal satt, hast du dir verdient. So. Ausgang dahin oder mache ich ihn hier hin? Ist auch eigentlich Wumpe. Ja, das werde ich auch definitiv offen lassen. Können wir auf jeden Fall ein Geschütz drunter knallen noch später. Den muss ich eh von oben aufwerten. Gut. Reicht eh noch nicht die Moon.
Können wir nochmal. Ja, verkehrte Tür. Können wir noch nebenbei die Amore-Tür für die machen? Zack. Reichen auch. Ja, wir müssen ja nicht dumm rumstehen, ne? Na. So. Ja, es kann gut sein, dass sie... Ja, hier wollte ich noch ein Viereck draufsetzen. Das will ich auch. Obwohl, da sollten ja eigentlich Fenster rein. Da muss ich auf jeden Fall hier noch Wände setzen. Können wir mal eben machen. Ja, hier kann ich ja eigentlich zumachen. Ist also auf jeden Fall auch noch eine Tür rein. Den mache ich auch so rum. Die Tür mache ich auch mal so rum. Wenn sie durch die Dachluke kommen, dass sie sich halt hier nicht durchpicken können. Dann machen wir das Ganze auch definitiv noch so schon mal. Zwei. Den mache ich auch mal andersrum. So, 1, 2, 3, 4 Türen, dann kommen sie durch die Dachluke. Ja, können sie, oben können sie durch die Dachluke kommen, das macht nichts. Weil hier, und dann müssen sie hier auch noch durch die ganzen Türen, also da brauchen wir uns keinen Kopf machen. So. Perfekt. Brechen wir den auch ab. Machen den danach. Der, komm, ich, die warte ich jetzt noch eben. Einer noch, dann haben wir's. Ja, und wie ihr seht, 16, 17 High Quality haben wir. Für 50, die wir brauchen. Für der AK. Federn haben wir, glaube ich, sogar genug. Da haben wir ja gut was gefunden. So, perfekt. Die wieder rein. Habe ich jetzt noch welche vorne gehabt? Komm, ich nehme sie mit. Scheiß drauf. Brauche ja noch einen Code-Lock, fällt mir gerade ein. Also auch nochmal abbrechen. Gut. Also haben wir dann 6 Türen plus die Amore-Tür. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, es kann gut sein, dass die ein bisschen abschreckt. Ich hoffe es zumindestens. Sehr schön. Jetzt können wir weiter loslegen hier. Ja, die erste Tür kriegen wir auf jeden Fall jetzt auf noch. Bevor die Nacht da ist. Das ist die vierte Ladung jetzt. Wenn alle genau ins Schwarze treffen.
Sollten 4 reichen. Aber wie ihr seht, haben nicht alle ein Schwarze getroffen. Sind wir nochmal 3 nachsetzen. Ja, mach weg, oder worauf wartest du? Tja. Na gut. Ich habe noch genug Picken da. Mal gucken, wie viel die wegnehmen. Dann werde ich den jetzt über Nacht wegknallen. Soll ich mal ein Repair Table machen? Erstmal brauchen wir Licht. Die haben auch noch ein Schwert. Besten wäre natürlich, komm her, so. Besten wäre natürlich ein Flammenwerfer. Ich kann auch mal explosive Moon ausprobieren. Flammenwerfer wäre natürlich am besten, aber den können wir uns auch nicht leisten. Kostet auch 15 High Quality. So, den wollte ich mal hier machen. Ja. Sehr gut, da ist schon wieder was fertig. Heißt, ich kann auch so direkt nochmal hier 37 nachschießen. Ja, gerade ein bisschen Chaos, ich weiß, aber brauche auch noch eine Tür. Sie wollen noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. So. Wo ist er? Da ist er. Zack. Ah, muss ich wieder so schräg reinbauen, weil ich da nicht so hinkomme. Die Frage, ob ich den Studiertisch dann noch daneben kriege. Oder mache ich sie hintereinander? Geht auch, ne? Naja, werden wir sehen. Machen wir erstmal so. Zack. So. Jetzt können wir doch mal gucken. 2 hochwertige. Auch 2 hochwertige. Ja gut. Ach so, ja. Ich bin auch fertig, ey. Ist ja die Amore-Tür jetzt noch. Gut, das erste Mal machen wir meinen Schlafsack weg. Ja, ich probiere einmal die explosive Munition aus am Schrank, das zeige ich euch noch. Das Weghacken zeige ich euch natürlich nicht. Das ist noch ein Bär oder ein Wolf. Nur mal Interesse halber. 5. Gut. Leute,
bedanke mich fürs Zusehen. Ich hack den weg und mache auch noch und dann einen neuen und setze den hier noch rein. Machen wir eben den Bär weg, der geht mir sonst eh gleich auf den Sack. Ist der tot oder was? Oder hält der so viel aus oder was? Ey, die waren alle getroffen, die Schüsse. 12 Treffer oder was? Was sie im Arsch waren oder wie? Ja, und wir haben eh keinen Platz für irgendwas. Naja. Fleisch nicht. Ach komm, dann nehme ich das Fleisch. Scheiß drauf, ey. Macht Licht aus. Ja, wie gesagt, ich hack den Schrank da jetzt weg. Nervig, zwar nervig, aber dann ist die Butze hier endlich wieder meine. Und hier könnte ich zur Not dann auch noch eine zweite Tür reinmachen und könnte hier... Warum ist die denn mit angefrackt? Was hat er denn gemacht? Ach ja, ich von meiner Explosion Munition. Hier noch eine Tür rein und dann könnte ich hier auch noch meine Ausrüstung lagern. Ne? Gut, Leute, wie gesagt, bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht mache ich gleich noch eine Folge. Ich muss mal gucken, was ich noch an explosive Munition craften kann. Vielleicht gehen wir dann noch seine Flussbase an oder was und gucken da mal rein. Mal schauen. Ansonsten sehen wir uns in der neuen Aufnahmesession auf jeden Fall nochmal wieder. Wo wir dann hoffen, dass wir nicht gewählt wurden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao.